Naja, bald. Da fliegt die Tür. Bald kommt PlayStation und dann iPhone zocken wir mal GTA 4, ne? Ja, aber ich glaube, ich finde es nicht mehr. Ich finde nur noch EFLC. Ach, du hast es auch für PS3. Ja, du beides. Du hast Complete Edition, oder? Nee, habe ich nicht. Ach, einzeln gekauft. Ja. Ja, aber das ist im Vergleich doch teurer. Wieso hast du es gemacht? Ja, ich habe es aber seit 2009. Ich glaube, zum Zeitpunkt gab es noch nicht mehr für PlayStation 3 die EFLC. Ach so, stimmt. Die kam ja erst später raus. Mhm. Okay, ich verstehe. Super. So, Ripley. Nein, wag's nicht, wag's nicht. Hier draufballert, Alter. Geile Scheiße. Ja. So muss es laufen. Das auch noch mit Controller, ey. Scheiße, ich treffe nie! Er was hat denn da? Ah, ich! Ich hab dich eigentlich angefahren, also dein Heli zumindest. Jetzt fliegt er runter. Also das war iPhones. Ach so, keine Ahnung, ich hab das nicht beachtet. Mann, ich wäre schon längst vor Cozy, wenn ich andauernd verreckt wäre. Dann hol dir kein Heli, ganz einfach. Nein, ich habe jetzt Bock auf Heli. Heli ist nice. Dann lern doch einfach, wie du besser ziehen kannst. Leck mich. Du solltest tot sein, ich hab dich vollkommen überrollt. Was ist das für eine Scheiße? Nicht mal realistisch, Alter. Tunnel Bug. Ja, wir wissen es ja. Wir haben uns ja schon mal ausgiebig darüber diskutiert, ne, weißt ja noch. da ging ich ab. Eigentlich unnötig, aber auch egal. Naja, Streit muss es geben. Aber nicht zwingend, natürlich. Ja, aber passiert. Lässt sich nicht vermeiden, sag ich mal so. Da versucht es einer. Oh mein Gott. Lol, geil. Bin ich eiskalt weggeflogen. Siehst du, so geht's mir auch. Nur ich wäre jetzt ausgerastet bei der Stelle. Ging das zu dir. Wen meinst du? Also, ja, wenn ich jetzt du gewesen wäre, wäre ich ausgerastet, weil du gestorben bist. Ach so, nee, das war ja extra. Von daher. Ach so. Ich mach das aus Fun. Ich auch. Daher auch der Controller. Ja. Anschluss. Was hast du? Hast du einen Xbox-Controller oder PS3? Ja. Xbox 360-Controller. Okay. Geht's eigentlich PS3 für PC? Ja, aber das geht halt nur mit bestimmten Treibern, die man sich laden muss. Okay. Also offiziell nicht. Ich wusste gar nicht, ob. Also. Ich kenne nur Xbox 360, habe aber trotzdem mal nachgefragt. What the fuck? Was war denn das jetzt hier schon wieder? Pulverisierte? Nein, bei mir schon sprengte. Willst du mich verarschen? Du meinst, mit Controller kann man nicht so gut zielen. Doch, Corsair kann immer gut also zielen. Der ist in allem gut, das wissen wir ja. Aber nicht mit Controller. Mit Controller kann man nicht so genau zielen. Ja, aber irgendwie schaffe ich das. Keine Ahnung, warum. Corsair hat einfach Skill, muss man sagen. Ja, aber trotzdem gibt es irgendwie immer Leute, die immer besser sind. Immer. Ja. Alter. Oder wie zum Beispiel die Leute mit Aimbot, ey. Das ist so ja, scheiße, sind das, ne? Das sind alles so Lappen. Weil, weißt du, so, woran man das merkt, ne? Wenn der direkt schießt, ne? Dann bist du tot direkt. Also, ja. Das ist keine Chance. Oder bei, ich sag jetzt mal wieder das gute alte Beispiel, Call of Duty. Wenn einer Aimbot hat, weißt du, dann ballert der und dann, wird er automatisch anvisiert, zack, 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 immer nach zum nächsten Gegner und das ist voll scheiße. Ja, das ist voll scheiße, ey. Haben die erstmal nichts drauf beim Ziehen und danach versauen die anderen. Weil das Witzige ist ja daran, okay, ich bin auch nicht gut, ja, aber ich geb's zu und stehe dazu einfach, ja. Weißt du? Und trotzdem sollte man kein Hack benutzen, nur weil man es nicht drauf hat. Mal. Da versucht er es. Komm. Komm, Corsair. Heute noch. Mach keine Scheiße jetzt. Ha! Das war. Oh. Der war gut. Ja. Wow, da ist er wieder. iPhone am Start. Ja. Ich muss mich verpissen. Schade, dass man nirgendwo in die Hangars gehen kann. Hangars? Ja, Hangar. Sind diese. Hangar? Nee, nicht Hangar. Sind diese. Oh Mann! Das sind diese. Wo die Dings reinkommen, die Flugzeuge. Und so. Ich sag immer und so, das ist irgendwie, ist mir aufgefallen. Was war das denn? Wie geil bin ich denn? Das ist, also das sag ich voll oft. Einfach mal ganz cool, hat er mich einfach mal so ganz cool abgeknallt, ne? Ja, kennen wir schon von ihm.
der Pro. So, und da schießt grad. Was? Zirkumflax. Oh, Servus. Wird er mich gestern Headshot. Lol. Servus. Moin. Wow, Alter, halte Abstand bitte. Nee. Doch, würde ich dir empfehlen. Letztes Mal haben wir es noch beschwert, dass in der Sniper Challenge welche mit Heli rumfliegen, jetzt machen es alle selber. Ja, ich find's auch nice, also gehört dazu. Wenn schon die Möglichkeit dazu besteht, Heli zu fliegen, ja, ist es ja in Ordnung. So, du hast neues Opfer-iPhone, ich bin am Start. Komm, kill mich. Wow, da versucht einer. Korsil ist, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Komm. Oh, hey. Kann wahrscheinlich sein, dass ich in der Folge oder mehreren Folgen ziemlich leise bin, weil ich einfach mich konzentriere. Ja. Ja, man muss ja auch nicht immer alles kommentieren. Auch als Let's Player nicht. Macht man ja auch nicht. Ja. Aber wie bei Swiss Akuyaku, ne? Irgendwie finde ich, dass er gezwungen ist, irgendwas zu labern. Ja. Wenn er keine Lust hat oder so. Stimmt. Vor allem ist er ein Lappen, der wird es wahrscheinlich sowieso nicht schauen, aber trotzdem. Hä, wer denn? Ich habe gar nicht zugehört. Swiss Akuyaku LP ist so ein Lappen. Der geiert immer nach Abos, macht Werbung und ja, der hat's halt noch nicht verstanden mit YouTube. Ja. Also, beziehungsweise der versteht den Sinn bei einem LP-Business gar nicht. Ja. Also der denkt immer so, ja, Let's Player, Hauptsache Geld verdienen und sonst nicht eigentlich, so denkt er. Ja, und dann zwingt er sich Let's Plays zu machen. Und das Witzige dabei ist, er bekommt sowieso gar kein Geld. Der bekommt weniger Klicks als ich und hat mehr Abonnenten, das ist schon witzig. Also, ja, das muss man sagen. Ja, der versteht's halt nicht. Lass mal ihn lieber in Ruhe. Ja. Kann man nichts machen. Genau, ey, und dann fragt er auch noch, was er tun soll, ey. So lächerlich. Ja, vor allem man entscheidet selber, was man zockt. Ja, auf jeden Fall. Hey, lol, die kommen alle von YouTube irgendwie, hier Zirkumflax auch. Ja, ja, das sind Fan von Metroid Gamer. Ach so, okay. Ja, weil vorher war auch noch dieser eine am Start. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Neutroid oder so. Ja. 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 Nitraje. Ach, da ist er wieder, Nitraje. Da macht das wieder. Oh, what the fuck is going on? Nein. Gut, Landung. Ja. Aber ich finde den Namen einfach nur krass, irgendwie voll lustig, voll witzig. Ja. Nitraje. Vor allem, wenn man mit einem russischen Akzent ausspricht. Ja. So, Nitraje. Nitraje. Ich kann's heute nicht. Heute kann ich das eher irgendwie nicht rollen. Ich weiß nicht. Rollen. Roll, doch, es geht. Aber nicht so gut. Wow, Alter, wie er es versucht und schafft. Da ist er Erster. Geil. Moment mal, bitte kurz nicht töten, ich muss die Lautstärke ändern. Okay. Francis International Airport. Also Lautstärke ist hier eigentlich in 5 Sekunden erledigt. Schnell. Ja, ich bin schon wieder da. Solange man weiß, also weiß, wie man einstellen kann und so. Hm. So. Troll. Trolle. Troll. So, mein Ziel ist es jetzt, Zock Commander umzufahren. So, das wird nix. Ich bin hinter dem Laster. Laster. Keine Chance, mein Freund. Da versucht er's. Nee. Nee, das wirst du nicht schaffen. Keine Chance. Boah, er ist schon nah dran, Alter. Scheiße. Fuck it. Alter, was ging ab? What the fuck? Boah, der war nice, Zirkumflex, ey. Alter, der hätte mich fast getroffen. Aber ich lebe noch, unglaublich. Trotz Autoschaden. Oh fuck. Ja, jetzt tötet er mich. Klar. Was hast du denn erwartet? Dass ich dich am Leben lasse? Hä? Jetzt ist es einfach mal Nacht geworden. Fail? Faily Bailey.
Ich glaube, du hast bei Tageszeiten veränderlich oder so. Ja, trotzdem, aber... Alter, da geht er ab! Boah! Keine Chance, hier bin ich geschützt. Ich hab doch auf den Kopf getroffen! Nein! Nein! Scheiße! Tja, da hat er sich selber gefickt, sag ich einfach mal. So kann's gehen, ne? Wie, ich hab dich nicht gesehen, du... Ja, Zirkumflax geht ab, Alter. Der geht immer ab irgendwie. Der ist, ja, Alter. Ja, der ist ja erst gejoint und ich bin ja schon die ganze Zeit dabei, also hat er schon gut Punkte gemacht. So, gut. Geile Sache. Hast du gerade die Zeit gestoppt, quasi? Nein. Also ich meinte mit Uhrzeit. Oh nee, nein. Wir haben gerade 40 Minuten. Okay. Oh, gut. Irgendjemand kommt hier hin. Ja, Zockmann, du bist es, oder? Glaube ich. Ja, ja, ich war's. Danach machen wir mal Rennen. Ja, Rennen, oder? Aber nicht wieder mit Roller, mal was anderes. Ja, ja klar. Roller, da ist auch dabei. So, ja. Ja. Wäre echt nice, Corsi, wenn du das mit dem Mikro noch hinbekommen würdest. Dann würde das er Mikro. Dich auch hören. Ach so. Ja, Sprachchat. Ach, ich scheiß auf die Leute, wenn die mich nicht hören. Pech gehabt. Lol, er spielt erst seit einer Woche GTA 4. Aber... Ganz aber schön gut. Also... Ja. What the fuck, Alter? Wie bist du denn da durchgekommen? Skill. Ja, bitte. Da kommt er. iPhone und der Schnetzler. Keine Chance. Ich glaube, ich spinn. Alter, der schießt immer noch. Meinem Snipen geht immer ab. Ich gehe immer im Snipen ab. Ich gewinne immer. Dann nehmen wir mal auf. Und was ist? Ich kack ab. Wo bist du? Ach, der ist da hinten dran. Ja, da gammelt der eiskalt. Du Bauer. Anstatt dass du mal zum Heli kommen würdest und dich zeigen würdest. Das wäre echt fair. Ach, ich fahr mal wieder Schrott zusammen. Oh oh, der will mich überfahren, schätze ich mal. Ja. Fuck. Hallo. Ja, du triffst mich nicht. Aber iPhone wahrscheinlich, weil er der Pro ist. Guck, er hat mich schon. Einmal getroffen, jetzt noch einer. Corsi, komm, mach es. Ich sehe ihn nicht aus. Ja. Zack. Und jetzt werde ich gekillt von iPhone wahrscheinlich. Ja, ich hab es gewusst. Er ja, war eigentlich zu erwarten, also. Es war jetzt nicht unvermeidlich. So, und jetzt killt mich wahrscheinlich iPhone so. Ja, das war schon mal vorauszusehen. Ja. Der war gut, Zocker. Ich bin der Hellseher. Naja, war ja jetzt auch nicht besonders schwer, das zu erraten. Ja. Wenn er direkt in der Nähe ist, ne iPhone. Du okay. Weißt schon Bescheid. Ja, ah, da fährt er mit dem Auto weg. Das iPhone, wenn es um Snipern geht, dann ist er immer am Start. Ja, auf jeden Fall. Noch 5 Minuten. Ah, keine Chance. Ah, ich wollte einsteigen. Mich raushauen. Ach lol, das hat er extra gemacht. So ein Bauer. Was denn? Ja, der. Ich wollte da so einsteigen und dann bin ich auf die Fresse geflogen. Ach fuck, ey. Oh komm, jetzt hast es bald. Okay, dann verpiss ich mich. Haha. Na, Wochenende wieder vorbei, ne? Schade eigentlich. Fuck, der drückt es weg. Alter, du bist aber auch hartnäckig, muss man sagen. Auf jeden Fall, ey. Das hartnäckig, ey. Aber Hartnäckigkeit zahlt sich aus, muss man sagen. Immer. Ja, auch im Real Life. Ja. Ich bin auch einer, der hartnäckig ist. Also, zum Beispiel nehmen wir mal jetzt an, als Beispiel schlag den Rab, ja? Also Rab. Was? Der ist hartnäckig. Ich war hinter dem Teil. Du hättest mich nicht treffen können. Willst du mich eigentlich verarschen? Was ist das denn? Ja. So, guck, und bei Schlag den Rab, das ist das Witzige daran, man denkt, also zum Beispiel der Gegner, also der die 1 Million oder so gewinnt, oder gewinnen will, der ist dann ganz gut und zum Schluss, tut er den Gegner noch eiskalt besiegen, weißt du? Ja. Schlag den Rab, also. Und das bedeutet halt hartnäckig, also der strebt sozusagen sein Ziel. Ja. Und will es, sein Ziel erreichen.
Und ja, dann wird er halt mit Geld belohnt. Und dir ist sicher auch schon aufgefallen. Ich sehe gar nichts. Was war das Dokument da? Ja, dir ist sicher schon aufgefallen, dass Stefan Raab immer, wie soll ich sagen, der fragt doch immer nochmal nach und so, wie das genau geht, weißt du? Obwohl er eigentlich ganz genau weiß, was was gespielt wird, weißt du? Wenn ja. Zum Beispiel die Anleitung, keine Ahnung, wenn man irgendwas machen muss halt. Und dann fragt er extra tausendmal nochmal nach, das ist unnötig. Aber ich weiß nicht, was er damit bezwecken will. Raab will ja immer genau Infos haben. Und ja, aber der checkt es eigentlich schon. Mir kommt es so vor, als dass er es checkt, aber er fragt trotzdem nochmal nach. Ja, halt so wie ich, weil ich frage auch immer so sicherheitshalber nach. Ja. Ob ich das richtig verstanden habe, so. Weil einige Leute, die verstehen ja falsch und so, und wenn sie falsch verstehen, dann machen sie immer Fehler. Das ist scheiße.